Und damit willkommen zurück. Hunting, The Hunter, nicht Hunting Simulator, weil wir uns die ganze Zeit vom Hunting Simulator geredet haben. Die ballern dahin, was das Zeug hält. Schönen Hefeweizen halben hier. Oh. Oh. 2, 3, 4, 5. Letzte Zigaretten heute erst geraucht. Das ist eine E-Pfeife, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ja, Grüße gehen raus an meine jetzt 26 Abonnenten. Einer ist dazugekommen. Ja, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier. Mal zugucken. Hopp. Hat ein Schwarzbär. Schon was. Warum Wasser sein? Ja, hier sind wieder ein paar Spuren. Hätte er mich noch nicht. Oh, da macht er. Jetzt verkriegen wir hier, aber das ist hier alles dicht bewachsen. Wasser. Oh, die jagen auch gut. Was das Wasser, Alter. Das Ultra. Hier ist nichts. Komm ich mal zu dir gelaufen. Ich kann nicht brauchen für 500 Meter. Ich hab schon lange keinen Hirsch mehr gesehen. Hat er noch einen? Oh mein Gott. Ja, die jagen die Felder ab. Offene großen Felder. Nee, die Wasserstellen grasen die ab. Ja. Da ist ein Coyote, der kann nicht weit weg sein, aber. Sehr schwer zu erledigen. Bildzitaten was? Schwer zu treffen, der ist irgendwo im Gebüsch. Also dir. Oder werde ich das im ersten Mal anders machen? Auch wenn mein Bier auf dem Tisch steht, rauche ich den Ultimo weiter. Jetzt mal ordentlich Geld sparen, was Zigaretten betrifft. War es eine Menge Kohle. Hier habe ich nämlich noch nie E-Zigarette geraucht.
Ja, noch ein, Alter, ist ja der richtig richtig drauf, wa? Ja, die grasen gerade die Wasserstellen nur ab. Mehr machen die nicht. Aber du musst halt auch wissen, wo die sind und welche Uhrzeit die Tiere da sind. Genau. So langsam kommt die Zitrone durch. Die Erdnussbutter, die schmeckt aber auch allererste Sahne, Alter. Wenn man schon mal Erdnussbutter gegessen hat, also... fast genauso, ja? Ich fahr mal da drüben bei den See. Ratio. Ratio. Mount. Ja, siehst du mal, da ist noch ein anderer. High Lake und Mount. Das sind alles unterschiedliche Aus. Ja, die haben wir noch alle gar nicht. Die haben die alle schon. Die sind schon Ende weiter als wir. Ja. Hier hinten muss irgendwo. Oh, das ist aber weit weg, Alter. Aber trotzdem, ich will den noch freischalten. Da hinten ist das auf der Insel. Hier ist eine schöne offene Fläche. Ja. Oh, ja, da sieht der Himmel, da sieht es ganz anders aus, weil die Sonne macht den Himmel natürlich rot. Hier sind die Wolken noch nicht nur weiß, hier sind die schon... Die Wolken auch ganz anders aus. Recht dunkel. Ach, da hinten ist so ein Fahnenmast, was ich da sehe. Ist das sogar ein Außenpost? Schreibt er dort rein, aber der Name da rein. Ja.
Normal, ne? Alter, jetzt wird das hier blutrot, die Spiegelung auf dem Wasser, Alter. Guck dir mal den Himmel an, ey. Mega. Das ist ja blutrot. Und genauso sieht es auch auf dem Wasser aus, Alter. Ultra außen. Das bin ich gleich da beim Fragezeichen. Germany? Hoffentlich ist das ein Außenposten. Das wäre mal richtig geil, ich hoffe. Ich glaube, das ist kein Außenposten. Ich weiß es nicht. Tannungsstalt. Ach Mensch, wieder so ein jäger Stand hier. Tannungsstalt. Dänemark. Ja, früher war Deutschland noch Dänemark, das mag sein. Den baue ich hier bestimmt nicht auf. Hm? Wie viel kostet der? Alter! Was ist das denn für ein Tier? Was? Das hättest du mal hören müssen, Alter. Das Tier hast du, haben wir noch gar nicht gehabt hier. Ich konnte den Namen nicht richtig lesen. Oh mein Gott, das hört sich an wie die Sirene bei Kind im Flur, Alter. 1700. Alter, was ist das denn für ein Tier, sag mal. Können wir jetzt hier weiter? Schon wieder. Alter. Was ist denn Wapiti? Weißt du, was ein Wapiti ist? Wapiti ist, was ist denn ein Wapiti? Das muss irgendwas Kleineres sein. Ein bisschen größer wie ein Hund vielleicht, was Kleineres wie ein Hund. Ja, aber der macht Rabatz. Ich bin da jetzt aber nicht hin, aber ich komme wieder, ich renn mal zu dir. Aber hier in den Regionen sind auch andere Tiere, ja? Das ist zum ersten Mal jetzt hier auf der Map gehört, den Wapiti, Alter. Der macht ein Spektakel, Alter. So, meine lieben Freunde, ich muss noch mal eine Pause machen, weil ich muss jetzt erstmal meine E-Zigarette auffüllen. Ah. Ich glaube, da hat versteht das schon irgendwie. So. Was hast du? Ja, der dachte, DE heißt Dänemark. Ja, klar. Aus Amerika kommt aber von Europa auch keine Ahnung. Die größten Idioten, Alter. Der überhaupt Dänemark kennt. Wenn nicht Deutschland, Dänemark ein. Dänemark ein. So. Den gibt's anscheinend nicht wirklich. Ich komme mal wieder zu den Augenposten hier. Wie zu dem allerersten Außenposten? Ja.
Warum ich hab denn? Ja noch, hab doch noch keinen anderen. Ich hab doch nur den hier. Na, was willst du wieder ganz zurück? Weil wir wollen doch hier neu ausposten entdecken. Ja, aber gut, ich kann mich doch dann immer wieder. Ja, aber ich kann mich dann eh nicht dorthin spawnen. Ich kann die doch nicht entdecken. Ich kann die nur erkunden, ja, und nicht entdecken. Was weißt bringt dir das, wenn du jetzt wieder ganz zurückgehst? Was soll das? Hast du da vor neue Munition oder was? Nö. Was denn? Den einen Außenposten oben habe ich ja jetzt entdeckt, oder so ist. Wir müssen halt bloß aktivieren, aber es geht halt so nicht. Was war denn jetzt der Grund, warum du wieder zum Außenposten gehst? Du willst immer wieder zum Außenposten zurück. Naja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich will da ja hin. Wie, du weißt nicht, wo ich bin? Na, 1,8 Kilometer weg, aber welche Richtung will ich? Kein Wunder, wenn die dauernd immer wieder reisen. Scheiß Reise, da Maske kann man dich ja nie finden, ey. Wenn wir zu dir laufen, dann rennst du mal wieder zum Außenposten. Das hat er schon dreimal jetzt gemacht. Nee, in meiner Nähe war keine einzige. Du hast fast 5 Kilometer weg. Ja, aber wenn du einen Außenposten hast, dann komme ich zu dir und dann schalten wir den frei. Jetzt bist du wieder ganz am Anfang, jetzt kannst du alles wieder von vorne machen. Der Sisyphus. Glaubst du, der Sisyphus, ey? Wie gesagt, du warst über 5 Kilometer weg. Ehe ich da jetzt zurücklaufe, ja. Spanne ich mich lieber zum Außenposten. Ist ja kein Wunder, wenn du ganz zum Außenposten zurückgehst. Du sollst hier in der Region bleiben und finden. Nee, jetzt sind es nur noch 1,5 Kilometer statt 5 Kilometer. Passt doch. Das ist sowieso nichts. So, wo ich jetzt hier bin, ist nichts. Warte mal. Vollmond. Du bist im Westen. Ja, hier in der Ronache, hier war ich ja. Ronache. War kurz, ja. Ja. Du bist da ganz unten. Ja, ich bin noch weiter. Ganz am Anfang. Was will ich denn da am Anfang? Ich will neue Sachen entdecken und nicht immer wieder beim Anfang. Ich kann doch nichts. Ich kann doch nichts entdecken. Der spielt auch keine Rolle, wenn du was entdeckt hast, dann sagst du mir Bescheid und dann komme ich zu dir. Wenn nicht. Ich bin ihm einem Typ halt gefolgt, zu dem einen Außenposten, ja. Ja, dann ist der Außenposten da, denn warum hast du denn nicht Bescheid gesagt? Ja, hättest du einfach mitfahren können. Ja, das ist da oben, aber das kann man ja nochmal hinfahren. Also ist das rechts von unserem Außenposten oder was? Östlich oder was? Nordöstlich oder was? Was ich da gesehen habe. Ja, genau rechts, oder? Ja, du musst doch mit mir hier auch kommunizieren hier. Also, über den See noch drüben. Da wollen wir jetzt mit dem Buggy hinfahren, oder was? Ja, können wir machen, aber da gibt's keine Spuren, also ich hab da nichts gefunden. Weiß doch jetzt aber, wo der ist. Ja, weiß ich. Ja. Da gibt's auch eine Markierung und alles, du musst mit mir kommunizieren hier. Kleiner bis mittelgroße. Die Remington hat sich nicht gelohnt. Schon nicht freischalten können, da müssen wir mit dem ein bisschen kommunizieren hier, dann wird eine Stunde nichts gesagt, Alter. Du da einen Außenposten hast und alles, Alter.
Ja, du weißt das. Ja, habe ich vor 2 Minuten freigeschaltet. 2 Minuten ist es her. Da hast du noch gesagt, guck mal, wo der sich hinportet. Das habe ich gemacht und bin ihm hinterhergefahren. Das hast du mir aber nicht schon gesagt. Das reicht doch, wenn du mir sagst, guck mal, wo der hinfährt. Oder guck mal, wo der hinportet. Nein, das reicht überhaupt nicht. Du musst immer sagen, was du machst, was die anderen Leute machen. Wir spielen hier zusammen und ja, das ist okay. Mit diesen Pappnasen. Fahne kann man nicht ziehen. Das ist halt immer blöd, ey. Das müssen sie immer fixen, dass man auch alles im Multiplayer entdecken kann. Aber ich weiß halt nicht, wo der sich noch überall hingeportet hat. Das war der letzte Punkt. Weil ich musste den erstmal suchen. Das ist ja schon mal etwas. Erstmal wieder hell hier. Erstmal
mal schlafen gehen. So, gleich wieder da. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ohne Kommunikation läuft hier gar nichts. Ja, bei den Außenposten hier auch noch freigeschaltet. Ja. Naja, was soll man dazu noch sagen, aber ist egal. Ja, bis zum nächsten Let's Play. Bye, bye. Hallo, jetzt wer? Abend. Was spielt ihr denn hier feines der Hand doch? Ja. Ja. Ist das Spiel gut? Sehr gut, ja. Ist streamst du noch? Du bist gerade nicht am Mikrofon. Achso, okay. Ah, warum? Ich hab das schon ab und zu mal gehört, aber dieses andere Spiel, wenn ich ehrlich bin, es war nicht so meins. Ja, das kann man nach 2 Stunden noch nicht sagen. Also eine Spiele kann man das ja noch nicht sagen. Das ist ja gar nicht angefangen, das Spiel. Ja, ich habe einen Eindruck gekriegt. Das mag sein, aber es hat für mich kaum irgendwie was gehabt, wo ich sagen könnte, naja, für mich macht das irgendwie, ist es für mich reizvoll. Was ist denn für dich reizvoll? Ja, es war ja quasi so gut wie... Es war ja fast kein Leben drin in den anderen Spielen. Dann... Aber hallo aus Massiven. Ja. So, die müssen wir erstmal muten, weil das braucht man ja nicht alles hier. Ich bin wieder da. Ja. Das ist ja meins hier. So. Könnte man nicht irgendwie andere Aufsätze noch holen?
Ja, ich suche eigentlich diese Visiere. Oder wie nennt sich das? Visiere, ja. Gab es da noch andere Visiere? Laden? Visiere. Ach, da unten. Kann ich auch nichts bauen. Ach so, kann ich auch nicht. Ne. Ich weiß ja nicht, ob wir uns mal auf so einen Turm hochhocken hier. Gucken wir, was passiert. Die Frage ist, was läuft hier rum, weil ich hier ehrlich gesagt keine Fußspuren oder so entdeckt habe. Es geht da hoch, ne? Weiß ich, das Gras hier rumliegt. Ja. Yeah. Da wollte ich hin. PSG, ja. Deutsch, ja. Ja, schön, wenn man mal ein paar Spuren findet. Na, zu Fuß. Ein paar Spuren finden. Ja, das sieht verdammt gut aus.
Und vor allem, du knüllst dir auch das Gras zusammen, ne? Ja, siehst du auch richtig Spuren. Jagdsimulator. Ja. Mit Internet, genau, da musste Abo. Und das fand ich nicht so toll. Der hier ist gut. Genau, und dann kannst du so in die Richtung gucken und dann sagt er dir, was es für ein Tier ist. Gerade eben hingeködelt, ne? Dann müssen die hier irgendwo sein. Du kannst das Spuren lesen auch auf realistisch stellen und dann siehst du die Spuren hier so, ja, also die leuchten dann nicht mehr, du siehst nur den Hufabdruck, so wie hier, da musst du wirklich drauf achten dann. Ein richtiger Multiplayer. Bis zu 8 Leute, genau. Ja, genau. Warum macht der Hirsch immer Warnruf? Oha, ist das ein Bär da hinten? Oh, das war aber kein Hirsch. Sowas wie ein Jack oder sowas. Getroffen ja, aber ich weiß nicht wie schwer. Also er hat auf jeden Fall getaumelt und ist dann erst weggerannt. Das sah aber aus wie ein Jack. Das sah aus wie ein Jack. Ja.
Könnte aber ein Außenposten sein. Das sieht sehr modern aus. Mit Klo. Nee, bei mir. Komm mal zu mir. Das sieht aus wie ein Außenposten. Oder? Meinst du nicht? Nee, hat keine Fahne. Wow, these are some strong gusts today. I'll have to speak up, or you won't hear me. Das ist ein Außenposten, wa? Da ist eine Flagge. Wasabi Wapti hier. Der hat auch hinten gefubelt. Der muss doch da irgendwo sein, oder? Das sind auf jeden Fall die Fußspuren. Ja. Das war aber jetzt noch. Na, schießen erstmal, ja. Rumpfschrei, der muss da unten noch sein.
Hast du die Steinraschelgeräusche? Das ist jetzt ein Warnruf. Vor allem Warnruf. Oh, hier liegt was Todes. Ach, guck mal. Mein Elch, den ich vorhin getroffen habe, aber der weggerannt ist. Den habe ich jetzt gerade gefunden im Gebüsch. Muskel- und Lungenflügel rechts. Ja. Jo. Ah, da habe ich jetzt nicht geguckt. Na, dann war das die Spur hier. Es kommt auf deine Knifte an. Oh, hier sind jede Menge Fußspuren. Zwischen 1 und 1.
Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Das wo? Steht doch nichts. Hier steht doch gar nichts. Direkt vor dir. Nö, bei mir nicht. Blut ist hier, ja. Blut ist hier, aber mehr auch nicht. Ja. Und bei mir ist hier ein Boden geschossen. Aber Blut war da. Direkt vor einem ist immer so eine Sache. Warnruf. Aha. War noch der Elch. Unten im Tal. Tot, ja. Frisch sein. Sehr frisch, ja. War nicht vom Elch, sondern Hirsch. Ja? Gerade eben, hier ist auch noch ein Hirsch. Irgendwo hier auf der offenen Fläche hier ist. Da seht ihr schon was. Ja. Auch verpackt. Pack. Scheiße. Ich sehe keinen Hirsch. Doch, aber der steht immer wieder auf. Kann nicht weglaufen. Schade, der ist auch verpackt. Liegt er jetzt? Jetzt liegt er. Wunderbar. Doch nicht, wird ganz verbuggt, der Bug hat sich wieder... Ja, aber du siehst die komischerweise nicht, nicht? Also ich habe ja nicht ein Tier jetzt gesehen. Ich höre sie nur, aber sehe sie nicht. War noch. Hab ich auch nicht gehört. Bin nur gesehen. Wo ist er jetzt? Ja. Ja. Liegt da. Wunderbar. Spur der Suchen? Ja, ist verbuggt. Toll. Wunderbar. Scheiße. Der Server wohl irgendwie eingebrochen. Server ist nicht mehr, müssen wir sich einen neuen Server suchen, der ist nicht mehr in Ordnung.
neuen einfach wieder aufmachen. Der liegt jetzt hier, aber... Ja, muss man wohl mal neu connecten hier. Ja, das haut nicht mehr hin. Warte mal, ist da noch ein... Da ist ein Aussichtsturm. Könnte ich noch freischalten. Danach kommst du selber runter. Oder nicht mehr hin jetzt hier. Hast du was in der Flinte gehabt? Jetzt habe ich was gehabt, ja. Direkt an mir vorbeigerannt. Reh. Rotwild. Ja. Aus. War weit weg der Aussichtspunkt. Ja, was ist das? Weiß wie der Hirsch. Ah, da oben ist der Aussichtsturm. Sehen die alle ziemlich gleich aus. Ach ey. Komm aber auch immer schnell, das ist wieder zurückgerannt. Ah, da hätten jetzt wieder ein Elch. Ich mal den Aussichtsturm frei hier. Wie geht das denn überhaupt noch? Gibt's doch gar nicht. Ja, das geht. Und neue Stufe freigeschaltet. Aber es liegt. Ach, da hinten sehe ich einen neuen Außenposten. Den schalte ich auch noch frei. Da sieht man den komischerweise auf der Karte. Wie kommt das? Wenn man ja näher dran ist, ne? Wenn näher dran ist. Erstmal so ein, zwei Kilometer dran sein. Dann kann man den auf der Karte sehen. Und da muss man den ja sehen. Werde ich da jetzt schnell nochmal schön freischalten. Hier. Ja, ein bisschen. Ja. Warte wieder hier. Ja, noch geht der Server, also, aber manche Sachen sind verpackt. Hätte es einer. Ah, ja, wo bist du hin? Da. Der haut schnell ab. Aber noch ein Hirsch. Ich höre schon wieder ein und der muss da irgendwo gegenlaufen. Der ist auch schon wieder verpackt, glaube ich. Hier irgendwo sein. Ah, Hirsch? Hör ich den Sound schon? Kann sie bestimmt wieder verpackt irgendwo gegen den Baum gehen. Oh, ein Elch, ja. Scheiße, ist auch verpackt. Ich hab den Elch jetzt im Visier, aber das bringt nichts, den tot zu schießen, weil der geht nicht down. So sieht also ein Elch aus. So, wenn er jetzt nicht down ist, dann bringt das nichts. Na, das müssen wir vom Server runter gleich. Ich glaube, hier ist verpackt rum, ja. Das ist vorbei, ja.
Ist hier Blutspur, ja, das bringt alles nichts. Muss ich mal hinten in den Arsch reingucken. Dann kann sie Möse sehen. Wo ist jetzt hier? Da hinten ist der Außenposten. Dann schalten wir den Außenposten noch frei, dann kommen wir von dem Server hier runter. Na gut. Jo. Ein Türke hier unten drin oder so? Ja. Ist er. Und ein Fertigkeitspunkt, auch nicht schlecht. Jo. Einrichtungen verfügbar. Was soll das denn heißen? Kann man das hier noch einrichten oder was? Keine Ahnung. Einrichtungen. Weiß ich, was Einrichtung bedeutet. Ich kann man sich nur ausruhen. Das wollen wir ja nicht machen. Hier kannst du jetzt auch schnell hinreisen, wo ich jetzt bin, ne? Nee. Musst du selber entdecken noch, ne? Richtig. Ah. Warum nicht vorhin hier, ja, schon an der Stelle? Der Server ist nicht in Ordnung. Gucken wir nochmal ein Bier. Ich glaube, wir waren hier an der Stelle schon. Vom Server runter? No. Komm mal, ich sehe auch bloß noch Spuren, höre was, aber sehen tue ich auch nichts mehr. Die sind vorne auch verpackt an mir vorbeigerannt. Ja. Gut. Dann kannst du wieder. So, dann machen wir frühzeitig mal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.